Wir feiern diesen Gottesdienst an Heiligabend im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Erlöserkirche, sei es, dass Sie hier in der Kirche selbst sind oder Sie zu Hause an Ihren Übertragungsgeräten sitzen. Es ist schön, dass wir diese Gemeinschaft bilden, derer, die sich darüber freuen, dass Gott sich klein gemacht hat, dass er in diese Welt gekommen ist und seine Liebe uns zeigt. Weil Gott uns in tiefster Nacht erschienen, darum kann unsere Nacht nicht traurig sein. Mit diesem Liedvers von Dieter Trautwein grüße ich Sie ganz herzlich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sagt es Johannes in seinem Evangelium im 3. Kapitel in Vers 16 in einem Vers und bringt damit die Weihnachtsbotschaft auf einen Punkt. Gottes Liebe begegnet uns in diesem Weihnachtsfest. Aus Erbarmen.
Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du kommst in unsere Welt und zeigst uns deine Liebe, indem du, unendlicher Gott, ewig, von aller Zeit her weltumspannend, raumübergreifend, dich klein machst und Mensch wirst und uns zeigst, dass deine Liebe zu jeder Zeit, an jedem Menschen, an jedem Ort gilt. Herr, du siehst, welche Hektik, welche Vorbereitungen, welcher Stress hinter uns liegt. Lass uns zur Ruhe kommen an diesem heiligen Abend und lass für uns Weihnachten zu dem werden, was es ist, ein Fest der Liebe. Amen. Wir hören die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die aller Welt widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und als sie es gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Es gibt in Bad Homburg eine schöne Weihnachtstradition, die Bad Homburger Weihnachtssterne. Wenn Sie durch die Innenstadt gehen, dann können Sie in einzelnen Ladengeschäften an den Fensterscheiben solch einen Weihnachtsstern sehen, wo ein mehr oder weniger sinntiefer Weihnachtsspruch draufsteht. Ich komme jeden Tag, wenn ich vom Pfarrhaus zur Kirche oder zum Gemeindebüro gehe, an einem Geschäft vorbei. Und ich schaue mir den Stern, der dort an der Innenseite des Schaufensters klebt, immer wieder gerne an. Denn es steht dort der Liedvers aus dem Lied, das wir vorhin von Susanne Rohn vorgetragen gehört haben. Ein Liedvers von Dieter Trautwein. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Ein Mutmachvers. Egal, wie dunkel deine Nacht ist, Christus ist da, er erscheint dort und es gibt keine Nacht des Lebens, in der er nicht wäre. Wie geschieht das aber nun konkret? Was bedeutet das? Wie erscheint uns Gott? Dieses Erscheinen Gottes hat viel mit dem zu tun, was wir volkstümlich auch als Fest der Liebe bezeichnen. Das ist ja in den allgemeinen Sprachgebrauch so eingegangen. Weihnachten, das Fest der Liebe. Hier und da wird es auch manchmal satirisch aufgenommen, weil die Erfahrungen bei dem ein oder anderen Familienfest nicht immer dieser Erwartung einem Fest der Liebe entsprechen. Ich hoffe, dass dies bei Ihnen heute anders sein wird. Aber wir können nicht von unserer Eigenerfahrung ausgehen, wenn wir Weihnachten als das Fest der Liebe bezeichnen. Dass es ein Fest der Liebe ist, das ist Gottes Sache. Und so möchte ich Ihnen ein Vers aus dem Johannesevangelium mitgeben, aus Johannes 3, Vers 16, wo in einem Vers die Weihnachtsgeschichte zusammengefasst ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Drei Gedanken. Erstens, was ist Liebe? Viele haben sich daran versucht zu erklären, was Liebe ist. Schlager, Textdichter haben es in mehr oder weniger qualitätvolle Lieder hineingepackt, diesen Versuch zu erklären, was Liebe ist. Oder Poeten, wer auch immer, vielfältig sind die Versuche, Liebe zu erklären. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann wird dort ein griechisches Wort für die göttliche Liebe verwendet. Dieses Wort heißt Agape. Göttliche Liebe ist Agape. Wie ist diese Liebe? Diese Liebe ist absolut bedingungslos. Menschliche Liebe versuchen wir oft, uns durch Zuneigung zu erkaufen, dadurch, dass wir uns richtig verhalten. Wir wollen gern geliebt werden durch das, was wir sind, wie wir uns verhalten. Göttliche Liebe ist nie eine Liebe, die an eine Bedingung geknüpft wäre, sondern die aus unermesslicher Größe und Barmherzigkeit heraus bedingungslos geschenkt wird. Göttliche Liebe ist grenzenlos, vorbehaltlos, parteilos. Göttliche Liebe ist einfach da.
Das ist göttliche Liebe. Ein zweiter Gedanke. Wie zeigt sich nun diese Liebe? Weihnachten ist auch eine Zeit, wo wir in uns gehen und wo wir uns fragen, welches Bild wir eigentlich von Gott haben. Das bleibt beim Weihnachtsfest nicht aus. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Gott? Was denken Sie über ihn? Es kann sein, dass Sie in Kinderzeiten, in Jugendzeiten anders über Gott gedacht haben, als Sie das heute tun. Das Leben verändert ja auch das Bild, das wir von Gott haben. Für viele ist Gott unnahbar, fremd und so, dass auch die Angst davor besteht, dass er das Leben derart dominieren könnte, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und deshalb entziehen sich viele Menschen Gott, weil sie sagen, solch einen Gott wollen sie eigentlich nicht in ihrem Leben haben. Als die Hirten von den Engeln die Botschaft verkündigt bekommen, dort auf dem Hirtenfeld in der Weihnachtsgeschichte, ist die erste Reaktion die Furcht. Sie fürchteten sich. Warum? Weil das Heilige die Welt trifft, weil die Ehre Gottes, die Gewichtigkeit Gottes unsere Diesseitigkeit berührt. Und das ist immer auch ein Punkt, wo man ein inneres Entfremden spürt. Und jetzt öffnet sich aber der Himmel. Gott möchte nahbar sein und er lässt sich in einem Kind finden und lässt sich in einem Kind lieben. Und er zeigt, indem er in dieses Kind hineinkommt, indem er Mensch wird, indem er sich uns naht, dass wir unendlich wertvoll sind. Gott macht sich verletzbar. Gott wird in diese Krippe hineingelegt, um zu zeigen, dass er uns ganz nahe kommen will. Im 2. Jahrhundert gab es einen Theologen mit Namen Markion. Markion schrieb damals: Schafft mir endlich diese Krippe fort und diese unwürdigen Windeln. Er fand die Weihnachtsgeschichte unappetitlich. Er wollte diese Vermenschlichung Gottes nicht. Für ihn war Gott der Erhabene, der Große, über den man nicht solche Geschichten erzählen durfte. Warum erzählt aber trotzdem die Christenheit bis heute gegen den Wunsch von Markion, dass Gott sich klein gemacht hat und verletzbar gemacht hat? Weil Gott sich finden lassen möchte und uns zeigen möchte, indem er sich finden lässt, dass er uns seine Liebe entgegenbringt. Und er bringt sie nicht nur bestimmten Leuten entgegen, diese Liebe Gottes ist für alle da. Deshalb haben wir so unterschiedliche Milieus an der Krippe. Wir haben auf der einen Seite die Hirten, damals raue Gesellen, die, wenn ich daran denke, wie meine Kinder zur Welt gekommen sind und ich überlegt habe, wer in das Zimmer kommen darf, wo das neugeborene Kind liegt, mit der Mutter, die das Kind gerade zur Welt gebracht hatte, das waren handverlesene Menschen, die da rein durften. Ich weiß nicht, ob ich damals die Hirten einfach reingelassen hätte. Aber Gottes Liebe sagt, ja, auch Hirten, auch Menschen, die nach damaliger Sicht eher zu einer Randgruppe ausgestoßen waren, sie dürfen kommen, die Liebe gilt ihnen. Und die Liebe gilt genauso den Sterndeutern, den Weisen aus dem Morgenland, die eher zu einem gehobenen Milieu gehört haben. Und wir haben also die ganze Bandbreite von eher belächelten, ausgestoßenen Menschen bis hin zu Geachteten, die zu dieser Krippe kommen. Und die Aussage ist klar, jeder darf kommen, jeder ist willkommen, die Liebe Gottes gilt allen Menschen gleich. Was ist Liebe? Die Liebe Gottes ist bedingungslos. Wie zeigt Gott seine Liebe, indem er sich verletzbar macht, indem er Mensch wird, indem er sich ganz klein macht? Und wie wird nun Weihnachten drittens zu einem Fest der Liebe? Wie wird nun Weihnachten zu einem Fest der Liebe? Indem wir diese Liebe uns zusprechen lassen und uns gefallen lassen.
Ich erlebe manchmal Menschen, die Schwierigkeiten haben, in Gänze das mit dem Verstand zu begreifen. Und wahrscheinlich können wir es bis ins Letzte auch nicht begreifen. Was wir aber tun können, ist, uns diese Liebe in Christus zusprechen zu lassen. Sie ist da, unabhängig davon, ob ich sie begreifen kann oder nicht. Aber ich darf sie mir gefallen lassen und ich darf sie mir zusprechen lassen. Ich darf mir dieses Kind ans Herz legen lassen und dann wird es Weihnachten. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert: Die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes kommt zu uns und lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes. Dass uns dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben ist, dass mir dieses Menschenkind, dieser Gottessohn zugehört, dass ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, dass ich sein bin und er mein ist. Daran hängt allein mein Leben. Ein Kind hat unser Leben in der Hand. Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten.
Wir haben die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium gehört. Es ist eine Geschichte, die von äußerlichen Gegebenheiten spricht und erzählt, dass dies bei den Menschen, die es erlebt haben, unterschiedliche innere Erfahrungen, Erlebnisse ausgelöst haben. Damals wie heute. Wenn die Leute damals gewusst hätten, dass Jesus der neue Messias wäre, dann hätten sie Maria und Josef die schönsten Zimmer gegeben. Wenn die Leute damals gewusst hätten, dass mit Jesus der Glaube an Gott wieder neu entdeckt würde, dann wären die Weisen und Könige gekommen und hätten ihn besucht, wie man das macht, wenn ein Königskind geboren wurde. Wenn jemand gewusst hätte, aber keiner hatte eine Ahnung, dass aus dem kleinen, neugeborenen Jesus etwas Besonderes werden würde. Außer den Eltern und Freunden vielleicht, die dem kleinen Kind alles Gute für die Zukunft wünschen und hoffen, dass Gott etwas aus dem Kind macht. Sterne waren da und ein besonders heller war dabei. Engel waren da. Hirten und einfache Arbeiter waren da, Ausländer aus dem Morgenland auf der Reise nach Jerusalem und ein Herodes, der Kinder umbringt. Auch das war nichts Neues, das hat er sowieso öfter getan. Keiner, der damals in Bethlehem war, könnte sagen, das stimmt nicht, ich habe nichts gesehen. Selbst wer von dem Jesuskind keine Ahnung hatte, hat Hirten, Ausländer und Sterne gesehen und Engel, die sind ja sowieso da. Erst dadurch, dass Menschen in dem Jesuskind die Liebe Gottes erfahren haben, bekommen alle Dinge, die rund um das Kind geschehen sind, eine neue Bedeutung. Die Hirten werden wie das königliche Gefolge. Die Fremden, auf einmal sind sie da und huldigen dem neuen König. Die Sterne leuchten auf einmal viel heller. Und die Engel im Himmel, man hört sie auf einmal singen von der Botschaft und Liebe Gottes. Im Nachhinein erscheint Bethlehem also viel glänzender, als es damals äußerlich ausgesehen haben mag. Und ich glaube, an dieser Stelle sind wir bei uns heute und hier. Warum hat Weihnachten für uns eine so große Bedeutung? Objektiv betrachtet ist der Tag heute auch nicht viel anders als alle anderen Tage im Jahr. Die Leute gehen arbeiten, gehen einkaufen, man schmückt alles passend zur Jahreszeit. Weihnachten könnte von außen betrachtet auch als ein Winterfest durchgehen, an dem man sich daran erinnert, wie gut es tut, wenn man in der kalten Jahreszeit bei warmen Getränken und gutem Essen zusammenkommt. Und streng genommen ist es doch jedes Jahr das Gleiche. Die gleichen Lieder, die gleichen Geschichten, die gleichen Veranstaltungen. Es sei denn, dass wir persönlich an irgendeiner Stelle in unserem Leben entdecken, dass dieses Jesuskind unser Leben verändert. Dann, wenn ich entdecke, mein Leben ist ein Geschenk Gottes, auch an mich selbst, dann begegne ich diesem Jesus. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Es kann manchmal durch eine Krankheit sein, die mich zum Nachdenken bringt über mein Leben. Das sind auf einmal viele Dinge weniger wichtig. Erfolg, Geld, Beruf, Schule oder Noten. Wenn ich einmal einsam war oder auch mitten unter vielen Menschen mich einsam fühlte, dann kann ich entdecken, dass ich in diesem Jesuskind einen Freund und Begleiter gefunden habe, der die Liebe Gottes mir persönlich gibt. Wir kommen also zu diesem Christkind ganz unterschiedlich. Es mögen uns Sterne führen, Engel rufen, vielleicht sind es äußere Dinge wie bei den
Menschen, die nach Bethlehem kommen mussten, eine Volkszählung. Und gegangen sind sie alle mit dem Segen Gottes und dem Wissen, dass dieses Kind unser Leben neu und reich macht. Ich wünsche uns diese neue Erfahrung heute und hier. Transeamus usque Bethlehem et fideamus hoc verbum per factum est Mariam et Joseph et infantem ositum in presentem. Wir wollen beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für diesen heiligen Abend. Die Geburt deines Sohnes ist ein heller Stern in der Nacht. Sie ist die gute Botschaft gegen alle traurigen Nachrichten dieser Welt und ein Zeichen der Hoffnung gegen alle Not und Verzweiflung. Am heutigen Abend bitten wir dich für alle Menschen, die nur wenig von deiner Liebe spüren, die nicht glauben können und meinen, dass sie ihr Leben aus eigener Kraft bewältigen müssen. Lass sie deine Nähe erfahren. Wir bitten dich für alle, die einsam sind und gerade heute Abend unter ihrem Alleinsein leiden. Lass sie Menschen finden, die ihre Häuser und Wohnungen für sie öffnen. Wir bitten dich für alle, die sich das Leben gegenseitig schwer machen. Lass sie den Mut finden, Gräben zu überwinden und Schritte aufeinander zuzugehen. Wir bitten dich für alle Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Erde. Lass die Bereitschaft zum Frieden und zur Verständigung wachsen. Wir bitten dich schließlich für uns selbst, dass wir das Licht der Weihnacht in unseren Herzen bewahren und es mitnehmen in unseren Alltag. Lass uns weihnachtliche Menschen sein, die deine Liebe hineintragen in eine dunkle Welt. Und gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.